Ja, Norbert Haug, es ist natürlich interessant, jetzt einmal Ihre Einschätzung zu hören, was Sie so erwarten nach diesem verkürzten Vormittag. Was haben Sie denn für ein Gefühl, wie viel hat das weggenommen an Erfahrungssammeln? Ja gut, es war für alle gleich. Für den David war es sicherlich schwieriger, weil er gestern nicht gefahren ist. Aber jetzt sind heute Morgen auch welche wenig gefahren, wie der Michael Schumacher oder die Saubers zum Beispiel. Also das gleicht sich irgendwo aus. David hat eine sehr gute Leistung gezeigt, dafür, dass er keine Erfahrung hatte und war, glaube ich, trotzdem an vierter Stelle. Jetzt gibt es wieder die wertvolle Spa-Dramaturgie, ein kleiner Aufguss und dann lässt man wieder alles abtrocknen. Deshalb fährt jetzt wahrscheinlich mal die erste halbe Stunde gar keiner. Jetzt kommt die Sonne raus, vielleicht gibt es am Ende sogar Slicks und man muss sich ja die 12 Runden aufsparen. Also ich würde mich wundern, wenn vor halb überhaupt ein Auto rausgeht. Deshalb dürfen die Kollegen jetzt wie heute Morgen wieder das Pausenprogramm überbrücken und ich glaube, die Premiere World Redaktion kriegt einen Preis spendiert heute für viel Reden und viel Erzählen. Und ja, vielleicht kann ich auch ein bisschen mithelfen. Aber die nächsten 20, 25 Minuten geht wahrscheinlich nicht viel auf der Strecke. Gerhard Berger hat gerade vorhin gesagt, er betet ein bisschen darum, dass es nicht regnet. Es ist wirklich verrückt, die Sonne scheint jetzt wirklich ein bisschen. Was hätten Sie denn gerne? Ja, hat er nicht richtig gebetet oder wie? Ich weiß es nicht. Natürlich. Also erstmal ist es egal, was man sich wünscht, den Spa sowieso. Weil was wäre besser für McLaren? Wir waren in beiden Konditionen eigentlich immer gut. Wir waren mit Regenreifen gut, wir waren mit Intermediates gut, wir waren im Trockenen gut dabei. Und es wird eh abtrocknen und am Ende werden auf jeden Fall Intermediates gefahren, vielleicht sogar am Anfang schon. Eine kleine Chance ist sogar da, dass es am Schluss noch Slicks gibt. Insofern muss man abwarten. Also wir sollten bei allen Bedingungen ganz gut dabei sein. Ob es für die Pole reicht, weiß ich nicht. Aber Reihe 1, 2, 3, irgendwo da. Und dann ist im Rennen vieles möglich. Man kann überholen, wie letztes Jahr der Mika sehr eindrucksvoll gezeigt hat. Wichtig ist, dass man den richtigen Rennspeed hat. Und ich denke, dass wir da ganz gut dabei sein können. Danke, Norbert. Alles Gute.